of Interest is not a story in the sense of a normal film. It's about a man who has a lovely life with his family. He's very good at his job. They live in the country in a lovely house with a lovely garden. He also happens to be the commandant of Auschwitz. Ich glaube, dass der Film in jeder Zeit wichtig ist, weil er eine universelle Message hat, weil er etwas reflektiert, was zeitlos ist, nämlich das, was in uns Menschen drin steckt, die Dunkelheit, die in uns allen steckt und die Entscheidungen, die wir treffen, was wir folgen, die haben können. Und jetzt leben wir in einer Zeit mit Konflikten, mit einem Krieg in Europa, mit steigendem Antisemitismus in Deutschland, Faschismus, Rechtsruck in Europa. Ich glaube, das Timing könnte nicht besser sein, leider. Aber ich hoffe, dass viele Menschen den Film sehen und reflektieren und innehalten und vielleicht auch nochmal ihre Entscheidung überdenken. Und ihr habt ja den Film auch auf dem Boden von Auschwitz gedreht. Wie war denn das für euch? Es war intensiv und es hat uns jeden Tag, wenn wir zur Arbeit gefahren sind, mehr oder weniger daran erinnert, welche Verantwortung wir haben, den Opfern gegenüber, dem Thema gegenüber, der Historie gegenüber. Und was wir dort eigentlich tun. Und das war sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es wäre ein anderer Film geworden, wenn man ihn in einem Studio gedreht hätte. Also wir waren auf der Suche nach der Wahrheit oder nach der Realität oder nach Wahrhaftigem. Und das konnte sich da sehr gut abbilden. Noch eine letzte Frage. Was war denn für dich der eindrücklichste Moment vom Set? Es gab eine Reihe eindrücklicher Momente, muss ich wirklich ehrlich sagen. Jeder Tag war anders und es gab ein paar Szenen, vor denen ich Angst regel, also was heißt Angst, aber Respekt hatte. Und ich dann sehr glücklich war und auch manchmal auch gerührt, dass ich es geschafft habe, das durchzustehen. Genau. Aber es war ein sehr, sehr intensiver Dreh. Early research, the photographs, the Hoss family album is in this garden. You see everything, you see pool and the slide and the greenhouse and the rest of it. You never see the wall that abuts the camp. You know, it has to be very real, it has to be truthful, you know, and using any other language like English or French for this film would be, well, inappropriate and I think stupid. I don't know, but the German was the language to use for this film, so yeah. Especially in Germany, you have the right-wing people, you know, coming up. And it's not only German, it's all over. We had those people for 8 years in Poland. Now, since October, there is a new government, there is a new hope for Poland. So I think this is really, it's very important to, you know, make these films and talk to people about it. So they realize what's going on. There was no lighting. There was no film gear on the set, only like cameras. So they wired the whole house with the cameras. Some of them were hidden, some of them were visible, but no camera people were behind it. Ich glaube, wir haben versucht zu vermeiden, bestimmte Dinge zu wiederholen, bestimmte Narrative, auch eine bestimmte Form von Romantisierung oder eine bestimmte Ästhetik, die immer dazu führt, dass man denkt, das ist lange her und irgendwie eine andere Zeit gewesen und Leute, die nichts mit uns zu tun haben, sondern der Film schafft es irgendwie, dass das Publikum sich sozusagen mit diesem Phänomen der Ignoranz beschäftigt, und zwar aktuell hier und jetzt. Der Film ist ein sehr moderner Film, kein historischer Film und genau. Na, der Film wäre sicherlich ein ganz anderer Film geworden, wenn wir im Studio gedreht hätten. Die Anwesenheit an diesem Ort hat, glaube ich, sehr viel ausgemacht, ohne dass ich das jetzt formulieren könnte. Aber das Bewusstsein darüber, wo wir sind, wer wir dort sind, mit welcher Geschichte wir dorthin gehen, welche Verantwortung wir tragen, hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt.